Das Reizdarmsyndrom ist eine Erkrankung, bei der die Patientin unter unterschiedlichen Beschwerden aus dem Magen-Darm-Trakt leiden, wie zum Beispiel Bauchschmerzen, Völlegefühl, Spannungsgefühle, Durchfälle oder auch Verstopfung und am Ende nach ausgiebiger Diagnostik aber kein Problem an den Organen festgestellt werden kann, sodass eine individualisierte Therapie notwendig wird, wie zum Beispiel eine Ernährungsanpassung.